So, wir melden uns wieder auf YouTube und müssen hier auch weiter noch wieder ein bisschen was sagen und auch über unsere neuesten Überlegungen informieren, was wir auch getan haben. Und das unterstreicht eigentlich, dass wir von Anfang an überall angemeldet wurden, wie wir hier behandelt wurden und wo wir auch hereingesteckt wurden, also dieses Adelonstraße 31, das Übergangswohnheim des Roten Kreuzes, eigentlich für Ausländer gedacht, die hier ankommen. Dort wurden wir rein verfrachtet und heute wissen wir von diesem Wachdienst gegenüber, dass da alles mitmachte, dass dort riesige Drogenlagerungen waren, also in mehreren Räumen. Auch unten neben der Waschküche in einem Raum mindestens. Also auch unglaubliche Mengen, die da lagen. Also können durchaus so viele gewesen sein wie hier im ganzen Haus. So, und dort hat man uns reingezwungen. Und das sollte eigentlich auch schon genug Antwort sein. So, was wir noch nicht aufklären konnten, warum wir einfach nicht da zum Sozialamt Höchst kamen. Das war da so schön leer und das war so in der Nähe. Man hat uns dahin immer hingezwungen. Heute wissen wir, dass man da nicht dran war. Und das möchte ich auch mal allen sagen, allen Bundesbürgern. Also eiskalt, wenn sie Probleme hatten mit den Behörden haben, betäubt man sie da. Eiskalt müssen sie mindestens irgendwelche Narkotika einhaben. Wir erlebten das überall. Das hat man uns natürlich wieder versucht, mit Gewalt auszureden. Deshalb dementierten wir es nochmal, ne? Weil man ja immer wieder an uns rankommt. Wir haben keine Chance, weil jeder kommt an uns ran und sie zwingen uns immer wieder unter Hypnose, nichts anderes. So, und wir müssen uns so melden, weil es ist sehr kalt geworden. Wir haben Temperaturen unter 10 Grad hier in der Wohnung. Wir haben auch ein bisschen Angst um unsere Computer. So, und dann funktioniert auch Schreiben nicht mehr. Jetzt, wo ich ihn halt, habe ich auch so einen Schutz schon. Und damit schreiben wir dann auch. Auch das ist zu kalt an den Fingern. Da läuft dann eigentlich gar nichts mehr. So, und die Computer, die mucken und drucken dann auch. Und wir sind froh, dass sie wieder einigermaßen laufen. Also, man hat da ganz gezielt und ganz genau das hingearbeitet. Nun mussten wir natürlich pausieren, als wir das rausgerichten mit meiner Frau und mussten erstmal dabei bleiben, dass wir das total auflösen. Und dann brauchten wir erstmal so eine Pause, ne? Also dass dort auch so eine totale Gewalt herrschte um meine Frau, ne? Und ihre Familie. Das war auch für uns ein Schock. Also, und dann hat man es ja andauernd verhindert, dass wir dann rein kamen und so weiter und so fort. Haben wir auch mal darüber berichtet, was wir da wieder für Euros verschenkt haben. So, da möchte ich sagen, das ist wahrscheinlich von Anfang an. So, und deshalb, der Bürgermeister sieht auch zu, wir haben hier auch nicht einmal Kleidungsgeld gesehen oder so. Wir haben nur einmalig mal 500 Euro gekriegt. Mehr, ne? Als wir ankamen. Einmalig eine Zahlung von 500 Euro. Dafür haben wir uns einen Topf gekauft und eine Pfanne und zwei Teller und Messer und Gabel. Aber wir kamen ohne alles. Wir hatten nichts. Ich möchte nochmal erinnern, die Polizei kam und hat uns einfach aus der Wohnung rausgeschmissen. Und sie lesen ja da oben was von der Wohnung, was nachgereicht wurde irgendwann, wo man dann die keine Fristen eingehalten haben. Also so halten sich denn diese Altgenossen der Stasi, das waren alle Stasi-Richter, raus und tun so, als wenn es die Fristen waren, damit sie nicht belangt werden können um das Eigentliche, ne? Weil man hätte es da ja nicht rausschmeißen dürfen. Das war ja nicht möglich, weil das war ja schon eine Sozialwohnung. Die war doch schon so klein. Die waren doch schon total heruntergekommen, diese Wohnung, wenn man da nie was gemacht hat. So bei uns. Aber es hat der Saufkopf da über uns, ne? Also Schuld. Gott, wie ist der Dick Schuld?
Jedenfalls Schulz hat dann ja angeblich da oben da alles gemacht, aber heute denke ich, die Stasi hat es dann auch mal einfach mal durchgekippt. Ne? Hat Spaß gehabt. Weil das bei so einem Betonding, das Beton nimmt es ja nicht auf, das läuft dann immer einfach so die Wände runter. Das war schlimm und ich habe immer hauptsächlich alles von den Büchern, die ich da in der Wohnung hatte. Weil das haben wir noch in einer anderen Wohnung erlebt. Da waren unsere Bücher und Fachzeitschriften das mal total nass, weil der von der Hafenpolizei und mit seinen Drogen waren, da irgendwas hat überlaufen lassen, ne? Und eingeschlafen ist. Und dann hat man uns da 20 Pfennig angeboten, ne? Pro Kilo. Dabei hat man keine Bücher zu kaufen gekriegt und keine Fachzeitschriften. So, das war dann unser erster Horror. In der Einwohnung konnte man das nirgendwo hinpacken, weil da war es weg. Konnte man nichts machen. Sollte nehmen wir auch an, dass wir nicht da waren und dass es auch länger war. Weil ich habe nicht verstanden, dass das alles schon so vollgesogen war von dem Wasser. Weil man wacht da auf, man kriegt es doch mit. Oder man kommt rein in die Wohnung, ich weiß nicht mehr, heute ganz festgestellt haben. Aber wir waren nie da und dann stand das da alles einfach. Teppich, alles konnten wir wegwerfen. Ne? Nur die Anbauwand hier, ne? Weil sie war auf Füßen. So viel war dann wenigstens nicht. Also 10 cm waren wir noch nicht. So, aber jetzt komme ich ein bisschen weg. Oh, wo war ich jetzt eigentlich? Ach ja, bei Corona. Ich spreche auch schon mal ab.